TV. Kennen Sie Astro TV? Ich weiß gar nicht, wo ich es kriege. So beim Durchsteppen irgendwann mal spät nachts, wenn man gerade von den sexy Sportclips kommt, kommt man auf Astro TV und dann denkt man, ist ja Wahnsinn, das gibt es wirklich. Und wir haben einen Liebling dort entdeckt und das ist der Daniel. Der Daniel kann nämlich Menschen von ihrem Karma befreien. Er kann das Karma absaugen, lösen. Glauben Sie das? Ja. Ja. Und so ist es denn auch. Schauen Sie mal hier, verblüffend. Hallo Daniel, hier ist Marita. Hallo, schön, dass du da bist. Was kann ich tun? Karma-Ablösung. Eine Karma-Ablösung für dich selber, ja? Ja, bitte. Okay, ich gehe jetzt mal in deine Energien hinein und dann schauen wir, was da los ist. Bitte. Ich bin jetzt auch in dir. Mhm. Ja, ich habe bei dir ein Finanzkarma und ein Vitalitätskarma. Darf ich dich davon erlösen? Bitte. Okay, ich habe deine Genehmigung. Dann werde ich jetzt das Finanzkarma holen. Ich habe es und ich ziehe es ab. Okay, das ist abgelöst und jetzt noch das letzte Karma von dir. Und die Energien der neuen Zeit, die Macht des Diamanten der Ewigkeit ist jetzt mit dir. Mein Lieber, wir haben dich erlöst. Wir haben beide Karmen erfolgreich abgelöst. Nein, danke schön, Daniel. Alles danke. Liebe. Du hast danke. Es verdient. Danke. Tschüss. Geil, oder? Es scheint auch nicht so... Es scheint auch nicht so einfach zu sein. Es scheint auch sehr anstrengend zu sein, wenn dieses Karma so ablöst. So, macht er immer. Ich verstehe es nicht genau, wie es funktioniert, aber eins ist mir klar: Das ist kriminell. Ja? Aber ich glaube, wenn Sie eine Karma-Ablösung am Telefon bekommen, haben Sie zweiwöchiges Widerrufsrecht. Ja? Dann können Sie das Geld zurückfordern. Sie müssen allerdings das Karma wieder zurückinstallieren, dann. Das abgesaugte Karma. Ja. Finanzkarma-Ablösung hört sich erstmal verrückt an, ist aber offensichtlich tatsächlich eine Methode, aus dem Miesen rauszukommen, oder? Da kann Peter Zwegert einpacken demnächst. Wenn Daniel hier ganz groß mit seiner Finanzkarma-Absorgung auf den Markt geht. Ja, sagen Sie zu Hause, das gibt es doch gar nicht. Doch, das gibt es. Und es funktioniert immer gleich. Hier, wir haben den Beweis, denn hier löst er schon wieder ein Karma ab. Bei Jürgen jetzt. Hallo, hier ist Daniel. Ja, hallo Daniel, das ist der Jürgen. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist. Was kann ich tun? Ich hätte gerne eine Karma-Ablösung. Für dich selber, ja? Ja. Okay, ich gehe in deine Energien hinein und dann gucken wir mal, was da los ist, ja? Mhm. Ja, ich sehe schon, ich habe zwei Karmen bei dir. Ich habe ein Finanzkarma. Das hindert momentan den Erfolg bei dir. Und ich habe noch ein Beziehungskarma. Mhm. Darf ich dich davon erlösen? Ja. Okay, ich habe deine Genehmigung. Dann werden wir dich jetzt befreien. Ich hole mir jetzt als erstes das Finanzkarma. Ich habe es. Und ich ziehe es jetzt ab. Okay, das ist raus. Und jetzt noch das letzte Karma von dir, das Beziehungskarma. Und die Energien der neuen Zeit, die Macht des Diamanten der Ewigkeit ist jetzt mit dir. Wir haben dich befreit. Alles, alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön, Daniel. Mach's gut. Danke, tschüss. Ciao. Ciao. Immer hier. Sie sollen ja erstmal beim Kacken sehen, aber hier.
Ja, wenn das Finanzkarma abgelöst ist, dann haben Sie keine Probleme mehr. Die einzigen Schulden, die Sie dann noch haben, das ist die Telefonrechnung von Astro TV. Der hat auch am Anfang hat er gesagt, als der Jürgen sagte, er hätte gerne eine Karma-Ablösung, hat er gefragt, für dich selber? Das heißt, man kann da auch anrufen und bei anderen einfach Karmen absaugen lassen. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Jetzt rufe ich, die könnte ich anrufen und sagen, hier saugt der Band mal das Musiktalent-Karma ab. Ja, dann würde er sagen, wieso, habe ich doch schon gemacht. Ja. Oder wir rufen einfach an und sagen, ob man nicht das Finanzkarma bei Griechenland absaugen kann. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So, jetzt gibt es aber auch Leute, die haben diese Karma-Ablösung probiert. Ja? Es hat aber nicht so geklappt. Die rufen dann nochmal an bei Daniel. Und Daniel sagt aber, wie das sich mit der Karma-Absaugung so verhält. Schauen Sie mal. Ja, hallo, hier ist Annegret. Hallo, liebe Annegret, was? Ich habe letztes Mal schon mal die Karma-Ablösung machen lassen. Ich müsste noch mal, bitte. Okay, wie lange ist das her? Letztes Mal, als du da warst. Wann war das? Letzten Monat. Ja. Aber das kann nicht sein, dass dann wieder Karma da ist. Wir gucken mal, ja? Ja, guck mal nach. Moment. Also so einmal im Jahr. Wie lange ist das? Ein Jahr. Also ich sag immer, weißt du, ich sag immer so wie beim Zahnarzt. Zu einem Jahr sollte man einfach nachschauen lassen, ob alles in Ordnung ist. Das war aber erst. Ja. Und jetzt geht's noch weiter. Ja, also das Finanzkarma ist weg, aber die Schulden sind noch da. Das ist das Problem eigentlich. Und jetzt probiert er, wie man das den Leuten genauer erklären kann, dass man regelmäßig zur Karma-Vorsorge-Untersuchung gehen sollte. Schauen Sie mal. Okay, ich schau mal. Moment. Ja, das ist lieb. Man sieht das, was gemacht worden ist, ja, aber, so es, aber es ist kein Karma da. Also man sieht, dass es abgelöst worden ist, dass da mal etwas war bei dir, aber es ist nichts nachgekommen. Deswegen, wenn man Angst hat, alle 6 Monate oder alle 12 Monate mal nachgucken lassen. Ach so. Okay? Okay, ich danke dir. Alles Liebe. Vielen Dank. Ciao. Yo. Also das ist ganz wichtig für Sie, ja. Wenn Sie Karma-Ablösung machen lassen, wenn Sie Karma-Ablösung machen lassen, alle 6 bis 12 Monate zur Karma-Ablöse-Vorsorge-Untersuchung gehen. Ich glaube, das übernimmt die Krankenkasse. Rufen Sie mal bei Ihrer Krankenkasse ein, fragen Sie mal, ob die Karma-Ablösung übernimmt. Ja? Wenn nicht, dann haben Sie nur eine Möglichkeit, nämlich den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Also wichtig ist, gehen Sie regelmäßig, wenn Sie können, ja? Gehen Sie regelmäßig zur Karma-Ablöse-Vorsorge-Untersuchung. Können Sie auch selber machen an jeder Tankstelle, einfach den Ölstab in den Hintern stecken. Ja? Und wenn vorne an der Spitze, wenn da was Braunes dran ist, dann haben Sie noch Karma. Ja? Dann müssen Sie wieder zur Karma-Ablösung gehen. So, und Daniel kann nicht nur Karma ablösen, sondern er kann auch Gewicht reduzieren. Und das finde ich noch geiler. Schauen Sie mal hier, das geht so. Hallo, wer ist bei mir? Ja, Herr Stimmaltraut. Hallo, meine Liebe, was kann ich tun? Ich möchte abnehmen. Wie viel Kilo müssen denn weg? Mindestens 30. 30 Kilo. Gut, wir müssen mal schauen, wie viel beim ersten Impuls geht, ja? Mhm. Ich gucke mal. Also ich bekomme jetzt 14 Kilo herein. Also 14 Kilo. Ja. Meine Lieben, wir machen jetzt einen Impuls für die 14 Kilo und wenn du die dann abgenommen hast, dann meldest du dich nochmal, dann machen wir nochmal einen zweiten Impuls drauf, ja? Ja, cool. Danke. Jetzt nicht erschrecken, jetzt wird gleich ein bisschen kribbeln bei dir. Ich setze jetzt den Impuls. Und die Energie in der neuen Zeit. Die Macht des Diamanten der Ewigkeit ist jetzt mit dir. Meine Liebe, wir haben den Impuls erfolgreich gesetzt. Ja, wenn die 14 Kilo weg sind, meldest du dich. Da machen wir noch mal einen zweiten drauf. Ja. Alles Liebe. Ja. Tschüss. Und ich bin sicher, das wirkt, das funktioniert garantiert. Ich bin sicher. Ja. Man muss halt ein Jahr lang nichts mehr essen, aber dann funktioniert es. Wir bleiben dran, wir beobachten das. Ja, wir schauen immer Astro TV und wir werden Sie informieren, wenn die Frau 14 Kilo abgenommen hat,
und dann nochmal angerufen hat, dann zeigen wir Ihnen das hier. Ich glaube, das wird nie passieren, wenn Sie mich fragen. Ja. Ja, was will man machen? Karma ablösen. Eine wunderschöne Sache. Und das, was noch besser ist bei Astro TV, manche Leute trauen sich nicht, da anzurufen. Weil sie sagen, ja, dann sage ich ja, hallo, hier ist Jürgen und so. Und dann wissen meine Bekannten, erkennen mich an der Stimme, wissen meinen Namen und kennen dann auch meine Probleme. Jetzt, das Tolle bei Astro TV ist, man kann auch anonym anrufen. Es gibt anonyme Runden. Astro TV macht das so, Sie können den Moderator weiter hören, der die Lösungen für Ihre Probleme über den Sender Ihnen zur Kenntnis gibt. Aber der Anrufende soll nicht gehört werden. Da wird einfach der Ton ausgeschaltet. Und das heißt, niemand auf dieser Welt wird Ihre Probleme erfahren, geschweige denn Ihren Namen in der anonymen Runde. Schauen Sie mal. Ja, das heißt, bis 17 Uhr bleiben wir jetzt anonym, meine Lieben. Anonym heißt, man hört Sie jetzt, meine lieben Zuschauer, nicht. Das heißt, Sie rufen mich jetzt an, ich kann Sie hören, die anderen Zuschauer hören deine Stimme nicht. Das heißt, wenn du jetzt hier anrufst, du kommst wahrscheinlich ganz, ganz schnell auch durch mit ein bisschen Glück. Und meine Lieben, das Tolle ist, anonym nur ich kann deine Stimme hören. Das heißt, jetzt dürfen alle anrufen, auch die Angsthasen, die sich sonst nicht trauen würden. Und mein Lieben, vielleicht habt ihr ja auch ein ganz grässliches Finanzkarma. Vielleicht ist es finanziell wirklich ganz, ganz schwierig und ihr schämt euch auch für die Situation. Mein Lieben, jetzt müsst ihr euch nicht schämen, weil jetzt ist es anonym. Jetzt kann ich euch helfen, allen Härtefällen und auch den Härtefällen beim Abnehmen, mein Lieben. Wenn ihr euch schämt vor euer Gewicht, mein Lieben, und ihr habt Angst, dass jemand eure Stimme hört, ruft mich jetzt an. Jetzt ist es anonym, egal wie viel Kilo, ob das jetzt 10, 20, 30, 40 Kilo sind. Mein Lieben, das spielt keine Rolle. Niemand hört euch. Traut euch. Hier ist Daniel. Ich bin Ingrid. Hallo, schön, dass du da bist. Was kann ich tun? Du bist anonym bei mir. Natürlich. Ingrid, da haben Sie dich schön verarscht bei Astro TV. So. Ja, wir werden das weiter beobachten. Vielleicht müssen die Leute bei Astro TV mal an ihren Tonkarma arbeiten. Vielleicht mal einfach selber absaugen. Aber ich meine, ist eh anonym, wenn man da anruft, weil ja keiner die Scheiße guckt. Außer uns. So, meine Damen und Herren, das zum Thema Astro TV. Jetzt kommt ein junger...